Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, gleich eine kleine Vorwarnung sozusagen. Ich habe ja neue Sachen gestartet dieses Wochenende. Die waren relativ aufwendig zu produzieren, weil es ja auch etwas längere Folgen waren. Deswegen ist die Winterberg heute wahrscheinlich, ich muss mal gucken, wie es hinkommt, keine XXL, sondern nur eine XL. Mal gucken, ob wir ein halbes Stündchen dann wenigstens zusammenkriegen. Weil, wie gesagt, die Nachbearbeitung, das Machen der Videos, das kostet natürlich alles Zeit. Besonders wenn die Videos länger sind und wenn man jetzt am Wochenende ein paar mehr lange hat, dann ja, ist das so. Ja, aber wir sind auf der Winterberg. Wir sind im Tierproduktionsspecial, einem Let's Play vom Landwirtschaftssimulator und wir sind bereits in Teil 64 angelangt. So, das letzte Mal haben wir unsere ganzen Holzgeschichten uns hier erledigt, entledigt, ob ihr immer das machen wollt. Jetzt haben wir da ein bisschen mehr Platz, um Produktion zu setzen, weil wir hier noch einen schönen Streifen nebensetzen können. Haben da noch ein bisschen Holz liegen, um zu gucken, ob der Schreiner das dementsprechend nimmt oder was wir damit noch machen müssen. Aber jetzt müssen wir als erstes erstmal den Drescher entleeren. So, ja, die Biodieselproduktion wird wahrscheinlich einer unserer großen Einkünfte sein jetzt in nächster Zeit, da wir ja schon 12.000, über 12.000 Liter dementsprechend hingebracht haben, 12.800, und jetzt hier nochmal 12.800 haben werden, wenn wir ihn jetzt hier leer machen. So, jetzt haben wir den Helfer entlassen. Ich werde jetzt hier einmal rückwärts ranfahren. Dann haben wir schon 25.600 Liter runtergeholt und ihr seht, das sind locker noch mal ein oder zwei. Und das Ganze ohne den 10% Bonus vom Pflügen. Das heißt, das gehen hier wohl so locker 40.000 Liter oder sowas bestimmt runter, wenn nicht mehr. Wollen wir mal schauen. So, gleich abgetankt. Dann werde ich jetzt gleich auch den Tiefengrubberpart da hinten anschmeißen. Weil so langsam dürfte er den Drescher dann nicht mehr einholen. Er ist zwar erheblich schneller, Drescher etwas breiter, aber. So, erstmal hier alles wieder einklappen und fahren. Ihn hier wieder ransetzen. So. So, Helfer an und macht das ordentlich weiter hier. Ja, er ist schon wieder dabei. Sehr gut. Er steht ein bisschen schräg. Ich weiß nicht warum. Den ziehen wir so ein bisschen gerade hier. So. Und machen hier auch den Helfer an. Oh, mit 11 brettert er jetzt hier rüber. Das ist okay. Ja, wir müssen dann hinterher mal gucken, wie es aussieht, was mit Dings passiert. Was mit den anderen Feldern passiert, ob wir die auch dementsprechend. Schon wieder pflügen müssen oder nicht, das weiß ich nicht genau. Ich wollte jetzt hier einmal gucken wegen Sauberkeit der Tiere, hat das aufgenommen. Ja. Also hier war nicht wirklich viel im Argen, sehen wir gerade. Entschuldigung. So, das machen wir bei anderen Tierchen auch im Kurz. Dann sind wir da auf dem Laufenden. Wow, ein ganzer Fleck. Wahnsinn. Oh, war vielleicht ein bisschen schwunghaft, würde ich sagen. So, hat er aufgenommen? Ja, hat er. So, das gleiche machen wir jetzt auch noch mal bei den Schafen und dann haben wir das erstmal wieder. Ach ja, wir wollten noch gucken, wie viel
Hackschnitzel unsere Baumenträumungsaktionen denn tatsächlich geworden sind. Gucken wir dann gleich auch nochmal. Ja, bei den Schafen liegt nicht mal was, okay. Dann haben wir das soweit auch erledigt. Das hat doch schon mal was. So. Parken wir mal kurz. So, dann mal gucken. Hackschnitzel ist bei 409. Wir haben 134.000 Hackschnitzel drin. Also wenn sich der Preis erhöht und tatsächlich Richtung 800, 900 geht, dann haben wir über 100.000, können wir damit Hackschnitzel machen. Also viel genialer geht es ja fast gar nicht. Das ist dann noch eine nette Geldspritze, die da nochmal kommen kann. Sehr löblich, muss ich sagen. Sehr löblich. So, ja. Hier sieht man den Spaß, ne? Muss gepflügt werden, da ist er ja auch bei. Und geerntet ist er auch zum größten Teil schon. Ja, die 12 und die 13 muss der Drescher halt gleich noch ran. Da müssen wir auch gucken, ob wir da noch was ernten müssen oder nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, muss ich mal glatt gucken. Unsere kleine Sämaschine. Ja, 120 PS, die würde ich dann lieber nicht den Dings machen lassen. Die Saat, weil die will 120 haben. Die will 130 haben, ja. Das, was ich machen könnte, ist, ich könnte mit ihm halt abfahren, ne? Und könnte mit dem Valtra die Seemaschine schon mal an den Start bringen. Das könnte man natürlich bringen. Das stimmt allerdings. Dann werde ich ihn mal in die Richtung hier hinten fahren. Flügt dann Kram mal zu Ende. Tiefengrubber, dein Spaß mal zu Ende. So, mit dem kleinen Glas übers Feld holpern hier. So, den lasse ich dann hier schon mal stehen. Der kann sich dann um das Ding kümmern. Und dann fahren wir mit dem Valtra schon mal los und holen uns die Saatmaschine. Und dann können wir mal gucken, wie schnell er dementsprechend ist. Wahrscheinlich wird er schneller sein und er ist, glaube ich, auch genauso breit. Bin gar nicht mal sicher, was wir da mal gucken. Wer wen wie schnell einholt halt, ne? Ui. Geländegängig. So, voll gemacht mit unserem eigenen wunderbaren Saatgut haben wir das Ganze ja schon. Oh, das könnte ich übrigens auch machen. Theoretisch gesehen kann der ja auch alleine abtanken hinten. Ich könnte mit dem Glas noch im Hinfahren und nochmal Dünger umlagern, dass daraus Saatgut wird. Ne? Das könnte ich auf jeden Fall machen. So. Gut. Ja, hier würde ich jetzt nochmal Raps ansetzen und ich würde dann auf die beiden anderen Felder Soja ansetzen. Das ist im Prinzip der Deal. So, Helfer. Gucken, was für eine Geschwindigkeit er jetzt hier draus macht. Ja, 14. Müssen wir mal gucken, wer nachher wen einholt, hä? So, dann machen wir uns mit dem Klaas nochmal auf den Weg. Der ist jetzt gerade da hinten und ist bei 63%. Ja, muss er halt hierher fahren. Ein Stück ist nicht so wild. Vielleicht bin ich auch mit ihm bis dahin schon wieder da. 65% ist ja noch nicht voll. So, ja, das Feld hier passt sich natürlich wunderbar unserem Gebiet an. Man sieht, wir sind hier schon hinter unseren Kühen. Brauchen ja nur schön umzufahren. Das Feld hier ist auch eh unser, deswegen, also die 18 passt da schon wunderbar rein und hat auch natürlich schon eine schöne Größe, da können wir jetzt wieder schon was mit anfangen.
Ja, tanken müssen wir dann irgendwann gleich auf jeden Fall mal. Für den ersten Treibstoff abgeholt haben. So. Ja, so viel wird da gerade nicht produziert. Hier ist der Mist, alle so wie es aussieht. Okay. Nicht so schwunghaft hier reinfahren. So, das ist schon mal gut. Den guten Dünger. Den füllen wir jetzt hier rein. Und jetzt produziert das gute Stück hier wieder. So, guck mal, wie es jetzt hier genau aussieht. Zeigt er mir das jetzt hier nicht an? Komisch. Na egal. Also sind 1145 drin, Zehntausende von Dings und da sind 166 drin. Das heißt, die Produktion muss auch dringend kommen. So, da ist Mist 0 drin. Wir haben noch 5000 Gülle hier drin. Also Gülle müssen wir irgendwann auch mal wieder anliefern. Aber es schreit jetzt als allererstes mal, dass wir kurz hier gucken. Hier steht auch alles. Ja, da müssen wir natürlich jetzt noch reinrapsen und auch da brauchen wir Treibstoff. Also gut, dass wir es gefüllt und gemacht haben. So, das heißt, er ist sich wieder mal gegen den Schrank gefahren. Nein, das heißt es natürlich nicht. Das heißt, dass ich aber mal wieder eine Runde nach den Misthaufen gucken sollte, dass wir den Kram wieder ins Laufen kriegen da, ne? So, wie sieht's denn aus? Oh, das sieht aus, als wenn da richtig Mist wäre fast. Und? Immerhin 841. So. Weil wir brauchen jetzt ja eine ganze Ecke mehr Dünger. Eine ganze Ecke mehr Saatgut. Dünger machen wir ja selber durch die Gülle. Aber wir brauchen jetzt natürlich Mist. Hier ist auch noch ein schöner Haufen Mist. Das sieht auch nicht wenig aus. Das ist auch schon mal schön. So. Nehme ich den Rest jetzt hier auf. Ho, geil. Wie genial ist das denn? Das kriege ich nicht mal alles mit. Cool. Das hat was. So, ich lasse ihn jetzt eben kurz hier stehen. Genau. Mache jetzt einmal hier das Licht, nee, den Helfer aus, das Licht aus. Stehe natürlich an ganz an der anderen Ecke vom Feld, aber da muss ich jetzt nicht leben. Bretter jetzt einmal übers Feld. Die Saatmaschine fährt da gemütlich vor sich hin. Er auch. Er hat 4 Meter, die Saatmaschine glaube ich 3 oder so. Das ist eigentlich ganz töfte. Das müsste funktionieren. Hoffe ich doch. Mal sehen. So, schon läuft der ganze Part wieder. Rohr einfahren und los geht's. Werden wir da hinten wieder ansetzen. Und dann werden wir erstmal den Mist wegbringen und den restlichen Mist auch noch holen, dass er erstmal gut Dünger produziert. Wir brauchen den Dünger ja momentan echt nur für unseren Saatgut. So, hier fahre ich schon auf der richtigen Spur. So, Helfer an. Gucken, nimmt das alles richtig? Ja. Der legt seine Spur, hat auch noch gut Vorsprung.
Der fährt auch seine Spur. Die Jungs haben aber bald nicht mehr viel Sprit. Da muss ich echt. Wenn die liegen bleiben, muss ich echt ranfahren zum Tanken. Ah, kann ich natürlich auch, weil wir haben ja einen Tankwagen, aber trotzdem. Ich glaube nicht, wenn ich mit dem Tankwagen neben denen fahre und die sind beide in Helfermodus, dann tanken die von dann tanken die von alleine. Das können wir auch mal eine Runde testen, indem wir, wenn wir jetzt den Mist hier weggebracht haben, restlichen Mist holen und dann das produzierte Biodiesel holen und unsere Kisten hier mal auftanken. Weil, ihr seht selber, die haben alle. Ne? So. Schon geht die Produktion wieder los. So soll es sein. Ja, da läuft auch die Produktion. So soll es auch sein. Gut, dann müssen wir jetzt nochmal zu den kühlen Restmist holen. Ups. Oh. Ach, was wir gerade mal nicht tief genug vorne. So. Immer noch nicht tief genug. Jetzt vielleicht immer noch nicht. Wow, ich weiß jetzt nicht, wo man mit dem Kram hier nicht. So. Warum kann ich den Mist jetzt hier nicht aufnehmen? Ich meine, ich bock das Ding fast auf. Oder soll es jetzt leer sein und zeigst du bloß nicht an. Naja, egal. Es sind ja nochmal 700. Damit fahre ich dann erstmal hin. Dann machen wir mal den Tankwagen voll. Dann fahren wir an den Fahrzeugen vorbei und gucken, ob die automatisch tanken, aber eigentlich müssten die es. Da ja eh momentan alle mit dem Helfer agieren. So, hier schön um die Ecke geschmettert. Bisschen bremsen ist manchmal nicht schlecht. Ja, da sieht das manchmal aus wie ein Grafikfehler, würde ich sagen. Ja, den Part lassen wir erstmal produzieren. Ja, sind auch schon wieder 333. Irgendwann geht der Saatmaschine eh der Dampf aus, weil er halt nichts mehr hat. Was ich jetzt hier will, weiß ich nicht. Ich wollte mich eigentlich ja zur Biogasanlage, weil da steht der Tankanhänger. So, Leute. Ankuppeln und ich habe Füllen gedrückt und ja, da kommt einiges schon mal, das ist gut. Jetzt geht es nämlich in die Runde, jetzt werde ich hier mal ein Stückchen mit vorfahren. So, dann werde ich ihn nämlich jetzt gleich einmal kurz abkoppeln. Abkoppeln, sagt ihr? Wozu das denn? Sonst kann ich den Kleinen hier selber nicht tanken. Hm? Also, wir koppeln jetzt hinten ab. Falsch. Aber noch falscher. So, wenn ich mich jetzt hier hinten hinfahre, so, kann ich jetzt tanken drücken. Das Tanken machen wir jetzt mit den anderen beiden Traktoren und der Dreschmaschine auch. Im Mähdrescher und dann kommt der Rest nämlich hier in die Sojamilchfabrik. Das ist der ganze Trick. So einfach oder kompliziert ist das Ganze. So.
So, hier haben wir ja nichts mehr stehen, was wir tanken müssen, ne? Wir haben hier auch kein Traktor oder sowas mehr stehen, der nicht im Einsatz ist, ne, haben wir auch nicht. Das heißt, wir müssen uns echt nur um die Jungs kümmern, die wir auf dem Feld haben. So. Ich werde jetzt hier einmal durch die Saat fahren, man möge es mir verzeihen. Er scheint nicht automatisch zu tanken. Dann mache ich jetzt einmal den Helfer aus. Mach tanken an. So, tankt und tankt und tankt er. Ja, geht einiges rein, ne? Muss man auch bedenken. Ja, schon wieder auf 80, ne, auf 68% voll. Okay. So, fertig getankt. Dann setzen wir ein kleines bisschen wieder zurück. Drücken wieder H, springen hier ganz schnell raus. Und sehen zu, dass wir mit der Kiste hier verschwinden, weil sonst kann er nicht weitermachen. So, hier. Stellen wir uns auch hier hin. Rennen da ganz schnell rüber und machen Helferstopp. Fahren kurz ein Stückchen vor, sagen auch hier tanken. Ah, du hast fast einen vollen Tank, ich weiß. Das macht aber nichts. So, dann fährst du ein Stückchen wieder zurück. So. Machst wieder H und setzt wieder schön frisch an. In der Zeit verpiesel ich mich hier mit dem hier. So. Und schnell hier hinrennen. Und Helfer aus. Reicht die Entfernung für tanken? Scheint nicht. Ach, da steht das Erdteil. Ja, und er brauchte auch. Ne? Und schon haben wir sie alle wieder gefüllt. Dann können wir den Rest jetzt in die Sojamilch schmeißen. Ich will nicht in die Milch schmeißen, sondern Sojamilchproduktion schmeißen. Die Milch wird ja nicht so sonderlich lecker werden mit dem Zeug da drin. Und dann läuft die Sojamilchproduktion erst für eine ganze Richtung, weil die hatte ja noch 5000 Liter, glaube ich, drinne. Da hat sie, ja, mindestens, wenn nicht noch mehr Liter drinne. Dann könnte das funktionieren. Ne? So, der ist voll. Muss schon genau gerade auf die Spur gucken. Das macht man alles falsch hier. So, einmal H. Einmal weg. Ja, wer macht das? Dann wollen wir hiermit los. Er wird wahrscheinlich voll sein, wenn er ziemlich am Ende ist. Dann kann er auch gut zu einem eigenen Hänger fahren. Und den Hänger müssen wir dann gleich irgendwann mal wegnehmen, damit er sich hier nicht bedrängelt führt mit unserem tiefen Grubberspaß. Ne? So, hier rum, darum, darum. Oh, nicht schlackern. Klappt alles. Ja, 8700 Liter noch. Da sind da über 13.000 Liter wieder drin. Dann können wir tatsächlich davon ausgehen, dass wir den Rest dann verkaufen können. Das spricht, das, was wir dann noch einnehmen, da können wir richtig derbe Geld draus machen.
Und dann müssen wir auch mal die neuen Produktionen bauen und Tiere kaufen und alles. Aber wie gesagt, das funktioniert jetzt alles einigermaßen vernünftig. Wir haben auch noch die Hackschnitzelreserve. Dann werden wir so richtig mal eine Runde ins Geld können. So, vollen Korntank, das ist okay. Du stehst hier, lass mich raten, genau am Ende. Die blöde Blinklichtanlage kannst du mal ausschmeißen hier. So, dann fahren wir einfach vorne hin. Machen wir dich leer. Ich weiß gar nicht, wie voll der Hänger ist, weil kein Traktor vor ist. Dann sieht man das bei Inspect nicht. Aber wir schauen mal. Ja, und spätestens, wenn wir noch ein Feld dazu nehmen, dann werden wir wahrscheinlich auch auf einen größeren Drescher irgendwann mal umsteigen. Vielleicht, ja, mal gucken. Es gibt ja zig Möglichkeiten, was man da nehmen könnte. Auf jeden Fall dürften wir diesmal eine ganze Menge Biodiesel produzieren. Das dürfte uns eine Menge Kohle einbringen. So, gucken, ob es das bereits das letzte Abtanken war oder ob wir nochmal ran müssen damit. Ich werde jetzt einmal hier den Endmillimeter da selber machen. Dann werde ich ihn nochmal neu ansetzen und dann werden wir uns mal so mal runter. Ein paar Halme eben weggemacht. So. Selber eine Runde schön gedreht. So. Und Helfer an. Und weiter geht's. Sehr schön. So, erst am Fahren. Der wird irgendwann auch gleich leer sein. Er ist schon. So, den Biodieseltank werde ich da wieder hinstellen. Jetzt könnte ich natürlich vorne in die Schaufel schon Dünger reinpacken. Und könnte dann den Rapshänger schon mal eine Runde umfahren. So, lade Biodiesel, das kannst du ruhig schon machen. Dann könnte ich den Dünger da vorne schon reinmachen. Soll ich natürlich nicht mehr wie 1000 mitnehmen. Dünger sei schon Saat, gut da reinmachen. Sollte möglichst nicht mehr wie 1000 mitnehmen. Dann kann ich trotzdem, obwohl die Schaufel voll ist, ja den Anhänger ein bisschen umfahren. Ja, 904 ist auch okay. So genau abpassen kann man es denn eh nicht. So, gut, dann fahre ich jetzt hin. Ein paar den links zur Seite, damit der Tiefengruber damit vorbei kann. Und wenn dann unser Saatgut der alle ist, weil er hat nur noch 12%, dann machen wir die Auffeldbetankung hier. Ah, er holt ihn aber doch einigermaßen ein, muss man sagen. Ja, die 18 ist auch schon ein ordentliches Feld. Schöne Feldgröße, finde ich. So. Gut. Ich weiß jetzt nicht, aber wenn es doch mal voll wird, dann würde er damit eh nicht ankommen. Also ich werde jetzt tatsächlich mal eine Runde mit voller Schaufel den Raps mal in die Biodieselanlage bringen. Aber ich muss zugestehen, dass wir
so langsam dann auch am Ende unserer XL-Folge gekommen sind. Ich sage jetzt extra nicht XXL, weil das ist für mich auf jeden Fall mit zwischen dreiviertel Stunde und Stunde. Wir sind jetzt irgendwo wo knapp über eine halbe Stunde, also es ist halt nur eine XL-Folge geworden. Ne? Nicht böse drum sein, aber wie gesagt, schaut doch gerne in unsere anderen Projekte rein, auch in unser neues Projekt oder den Umzug der Valfarma, weil da habe ich dann halt ein bisschen mehr die Zeit investieren müssen, weil wenn man Neueinstieg auf neuen Karten hat, dann dauern die Folgen halt immer ein bisschen länger. Ne? Deswegen geht es da dann gleich los sozusagen. Produktion, alles auf ein Wochenende fällt. Dann fehlen hier halt mal ein paar Minuten. Aber wie gesagt, so viel ist es ja nicht. Vielleicht fehlen hier so 10, 12 Minuten, um daraus ein XXL zu machen. Aber so haben wir immerhin eine draus gemacht, eine normale. So, ja. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auch gerne mal bei den anderen neuen Sachen rein, die wir haben. Unsere Umzugsgeschichte. Wir sind ja von der Valfarma umgezogen. Und auch unser neues Projekt im Landwirtschaftssimulator. Werft einfach mit einem Blick rein. Dann sage ich vielen Dank. Würde mich über ein Like, Subscribe, über ein Share auch vor allen Dingen freuen. Und dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.